Daher, machen wir es einfach so, dass der Julian jetzt die Tür zumacht. Haltestellenbremse raus. Und dann rum. So, wir müssen jetzt nämlich rechts rum. Weil wir wollen ja zum alten Bahnhof. Das andere geht ja links, wir müssen hier rechts. Ich weiß gar nicht, ob ich die Stelle, also ob ich das schon mal gezeigt habe jetzt hier auf dem Kanal. Also die 180. Ich meine, die anderen Chaoten weiß ich, dass hier das schon. Also der Carsten und der James haben es, glaube ich, schon beide gezeigt. Aber ich glaube, ich habe die 180. Also zumindest in die Richtung ziemlich sicher noch nicht gezeigt. Wenn ich in die Richtung überhaupt schon selbst gefahren bin. Also ja, natürlich damals. Aber ja, nicht unter Version 2. Nö, wie kommt ihr nicht lebend raus? Ihr sterbt. Ihr geht eiskalt ein, wenn ich hier fahre. Nö? Sonst wäre es ja nicht witzig. Jo. Und einmal links rüben. Oh, die Hilfsfeilchen mal wieder an. So, hier Ohrenkiller für die Leute, die neben dem Bus stehen. Oder die an der Haltestelle stehen. Immer dieses Quietsch. Mhm. So ist das. Ich hatte bis jetzt, ich finde das übrigens ziemlich unverschämt, ja. So richtig unverschämt. Ich hatte noch nicht, bin nicht wieder C2 gefahren. Nein. Nee, ist Schwachsinn. Machst du nix. Ja. Ich wäre gerne nochmal mitgefahren, um die so ein bisschen genauer anzugucken. Aber ich sehe sie ständig an mir vorbeifahren. Das ist ja immerhin etwas. Also, ich hätte die ja dann nochmal sehen. So. Mein lieber Kollege. Dankeschön. Ich würde nämlich gerne über diese Ampelphase rüber. Nicht erst über die fünfte. Na? Wir kommen jetzt von der bösen Kachel runter. Von der Hauptbahnhofskachel. Hat der jetzt schon Bahnhofsstraße? Ja, ah, da. So. Moinsen. Kommen Sie rein. Ach, guck, mein Kollege. Auf der 180. Das ist der, der in 7 Minuten fuhr. Gut zu wissen. Ein Facelift. Ein schöner Facelift mit OM900X HLA. Naja. Ja. Hier haben wir uns ja eine Linie ausgesucht, die noch Ansagen hat. Habe ich ja gerade eben schon gesagt, die neuen hat noch keine. Die neuen Teile haben noch keine. Da muss der Kasten noch mal gucken. Wir wollen ja auch noch also, möglichst beheben. Kommt aber darauf an, ob der Carsten das Original noch hat oder nicht. Oder wie wir das überhaupt mit den Ansagen in Ruhrort 2 machen. Wir wollen ja noch das beheben, dass da, danke. Dass da das Problem besteht mit dem, ne, ultralaut und übersteuern und diesem übertriebenen Hall. Da schauen wir mal, was wir da machen, was der Carsten da macht. Das wird sich dann auch zeigen. Ja, verstehen Sie? Naja. Jetzt wird auch wieder kälter, ey, verdammt. Ich bin jetzt heute Morgen ja wieder von meinen Eltern ausgefahren. Also um 6 Uhr. Und. Alter, zum einen, es war fucking kalt. Ja, und zum anderen. Das war zappenduster. Also, es ist ja jetzt mittlerweile schon so um 8:45 duster, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Aber ey, du siehst den Sonnenaufgang und du kommst sogar erst noch bis Duisburg, bis du den Sonnenaufgang siehst. Also, da muss man sich mal wegtun. Ich meine, dann kommt ja jetzt am 27.10. erst, 27.10. kommt die Uhrumstellung wieder auf die Normalzeit. Also da haben wir wieder ein Stündchen länger Schlaf, finde ich sehr gut. Allerdings, ey, Uhrumstellung ist ja immer generell
So ein Streitthema. Man fragt sich heutzutage überhaupt noch, wofür man es braucht. Eigentlich kann man sich das knicken. Guten aber gut, Abend. Wir machen es leider immer noch. Ein Fahrschein, bitte. Ja, aber sicher. Bitteschön. Oh, jetzt bin ich. Schnauze, Schnauze, Schnauze. Geh weg. Einmal einen Fahrschein, bitte. Einmal normal, bitte. Habe ich die Pitch-Stimmen nicht rausgeschmissen? Na, egal. So, einmal hier zurück. Mensch, die 180, wie ich sie vernachlässigt habe. Das kann ja fast gar nicht sein. Da. Ach ja, am Samstag haben wir noch Joshs Livestream infiltriert mal wieder. Weil es dauerte alles doch länger irgendwie als geplant. Und Luisa wurde dann irgendwann müde. Und dann hat der James im Chat vorgeschlagen, der Josh könnte doch in den TS kommen. Dann hätte sich das Problem gelöst, dass er da allein unterhalten muss. Und dann hat der Josh Pause gemacht und Luisa hatte sich irgendwie nicht so speziell verabschiedet. Deswegen habe ich halt gedacht, okay, bleibt Luisa jetzt doch noch den letzten Teil. Und dann kam halt auch Musik und von daher, ne, ja, dachte ich halt, okay. Dann ging dann halt die Musik aus. Und dann war es okay, 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 Josh ist in TS. Und dann bin ich halt auch in TS. Und ja, ne, das ist das übliche Hallöchen und jo. Und ja, dann haben wir halt noch den letzten Teil Livestream gemacht. Oh, die Straße hier. Letzten Teil Livestream gemacht, nämlich TS 2017. Und Luisa war noch mit dabei. Also ich weiß nicht, ob es aus Trotz war oder ob sie doch noch nicht müde war. Also sie meinte nämlich immer die ganze Zeit so, boah, der Josh, der will mich abservieren hier oder der will mich abstellen hier aufs Bett, damit ich, ne, der will mich loswerden. Ich weiß also nicht, ob sie es aus Trotz gemacht hat oder nicht. Egal wie rum war es, also sie war auf jeden Fall noch dabei und es war sehr lustig. Ja. Und dann sind wir ist der Josh Train Simulator 2017 gefahren mit dem Duwag U2. Und dann habe ich wieder überlegt, oh, Train Simulator, Frankfurt, U-Bahn, find's ja schon geil. Holst du dir oder nicht? Und dann habe ich nochmal geguckt und hab's halt irgendwie für 20 Euro gefunden. Nachdem du es für 25, für 30 und für 35 findest, habe ich es auch für 20 Euro gefunden. Bei McKees oder wie das heißt, da habe ich schon mal bestellt. Da hatte ich nämlich schon einen Account, das habe ich dann gemerkt, als ich es bestellt habe. Habe es dann schön installiert. Dann habe ich festgestellt, oh Mensch, da ist ja nur der Neue bei. Der Josh ist doch den Alten gefahren, den würdest du doch auch lieber fahren. Habe ich geguckt. Okay. 15,25 Euro. Gibt es auch nirgendwo günstiger. Gibt es von Real Traction. Der ist es aber wert. So, und dann habe ich aber gesehen, mir fehlten Gleise und Texturen. Da habe ich gedacht, hä? Kann ja nicht sein. Ne, ich habe jetzt beim Add-on-Kauf nicht darauf geachtet, was der Anforderungen hat. Weil ich bin halt Omsi-Add-on-Mensch. Oder normal DLC-Mensch. Ja, wenn ich irgendwas dazu kaufe, dann erwarte ich, dass das funktioniert. War ein Fehler. Ich möchte alle, die mit dem Gedanken spielen, sich Frankfurt zu kaufen, darauf hinweisen, ausdrücklich, dass ihr vorher guckt, dass ihr München-Augsburg die Strecke habt. Weil folgendes Szenario war nämlich, ich habe dann geschaut und mir fehlten Texturen. Und dann habe ich das Addon neu installiert. Und ich meinte, ich war mir hundertprozentig sicher, dass an dieser Stelle dann auf einmal Texturen und Gleise da waren. Also habe ich mir gesagt, okay, als Bedingung, ne, wenn das jetzt funktioniert, dann kaufst du dir den Zug, ansonsten nicht. So, und das funktionierte dann, weil ich dann der Ansicht war, ich habe wohl irgendwie doch ein U3-Szenario ausgewählt gehabt, allerdings die andere Richtung. Und da waren dann alle Gleise da, auch in der Wendeanlage. Bin ein Stückchen gefahren, da waren dann immer noch alle Gleise da. Also dachte ich mir, okay, das passt. Und hab dann diesen Duwag gekommen. Und dann habe ich da ein Szenario ausgewählt und spawnte draußen. Beim Szenario draußen merkte ich dann,
oh, fuck. Okay. Und dann habe ich mal geguckt. Missing Tracks. Fehlende Gleise, fehlende Textur. Ja, da stellte sich dann raus, der Julian hat München-Augsburg nicht. Ich hatte noch die Hoffnung, ich hätte es nicht installiert, weil ich bei der Installation gesagt habe, du sollst mir nicht alle Addons installieren. Ich möchte ja nur Frankfurt fahren und, ne, so ein bisschen so in die Richtung. Und, ja, stellte sich dann raus, nein, München-Augsburg habe ich nicht. Und, ja, musste ich mir dann dazu kaufen. Weil ganz ehrlich, jetzt habe ich einmal 35 Euro für das Addon ausgegeben mit einem Zug. Noch dazu. Dann gibt es da auch nochmal. Ich glaube, ich habe es für 9,99 Euro beim Mediamarkt gefunden. Die gibst du dann auch nochmal aus. Weil ganz ehrlich, du kaufst nicht für 35 Euro ein Addon, dass du dann nicht benutzen kannst. Ist ja scheiße. Machst du ja nicht. So, also von daher, das Addon ist es auf jeden Fall wert, das Geld. Also ich meine nur, achtet unbedingt darauf, dass ihr auch das München-Augsburg Addon habt, dass ihr die Requirements für das Addon erfüllt. Wichtig. Ja, weil sonst steht ihr nämlich ziemlich doof da. Aber das Addon ist es auf jeden Fall wert, es setzt ja fast das komplette Frankfurter U-Bahn-Netz um. Die Züge sehen super aus, da lässt sich super viel steuern, die Strecke sieht genial aus, die Stationen sehen super aus. Ich kann nicht auf Realitätsgehalt prüfen, weil dafür kenne ich Frankfurt einfach nicht genug. Ich war halt erst einmal da zur IAA und da sind wir auch nur oberirdisch gewesen, weil wir im Auto waren. Und von daher, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein klasse Addon. Da hat der Alter was echt Gutes gebaut. Man muss halt nur wissen, was man dafür braucht. Ne? Also Train Simulator Addons, immer durchlesen, was ihr dafür braucht. Und wenn ihr letztendlich dann lest, ihr braucht nichts, aber also man ist halt so verwöhnt, auch von OMSI oder von anderen Spielen, wo du DLCs dazu holst, da kriegst du halt das Zeug, da kriegst du den Content. Und auch wenn du dann DLCs kaufst, ja, wo du dann vielleicht wahlweise ein anderes für bräuchtest, um das zu erweitern, kriegst du trotzdem den Content, den du dafür brauchst, damit das Addon läuft. Und ich finde, ganz ehrlich, die Gleise und Texturen hätte man auch mit dabei packen können. Dass man hätte jetzt nicht unbedingt, weißt du, weil ich kaufe jetzt ein Addon, wo ich weiß, dass ich es nicht fahren werde, ja, und wo ich den dritten ICE-3 bekomme, ja, weil bei Mannheim-Karlsruhe war einer dabei, bei Köln-Düsseldorf war einer dabei, den ICE-3M, den brauchte man aber für eine andere Strecke, nämlich auch nochmal als Solo-Addon, den habe ich dann so nochmal als zusätzliches Addon gekauft, damals. Also, das finde ich widerlich so am Train-Simulator, weil ich bin jetzt froh, beim Frankfurt-Addon kriegst du wirklich, fast das komplette U-Bahn-Netz dazu. Das finde ich super. Ja, da hast du auch ein bisschen was zu fahren. Wenn du jetzt guckst, Köln-Koblenz, da kriegst du einen Zug, kriegst zwar ein paar Szenarien, aber du fährst quasi immer nur die gleiche Strecke. Entweder fährst du bis Bonn oder du fährst bis Koblenz durch. Mal Express, mal Regionalbahn. Aber das kennst du halt auch irgendwann so. Und ich finde jetzt schön, du hast dann nochmal ein bisschen Zusatzcontent mit dabei, ja, ein paar Strecken mit dabei, dann lohnt sich's auch. Aber in den meisten Fällen bekommst du ja eine Strecke und dann hat sich das. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, das kostet teilweise 30 Euro. Boah, 3 Euro, wie teuer! Nee, kostet teilweise 30 Euro. Das finde ich dann schon ein bisschen frech, muss ich sagen, weil, ne, das du bezahlst halt für wenig, bezahlst du viel. Das gibt's zwar auch im OMSI, aber nicht vermehrt. Normal bezahlst du im OMSI für viel, viel. Oder für viel wenig. Aber gut, machst du nichts. Du kannst die DLC-Politik von Train Simulator nicht mehr ändern. Schade ist es trotzdem. So. Dann sind wir jetzt auch, glaube ich, schon gläubig. Da sind wir, glaube ich, auch schon gleich da. Um genau zu sein, ist die nächste Haltestelle der alte Bahnhof. Also, sind wir schon da. Haben wir es schon geschafft. Ding. Nächster Halt, alter Bahnhof. Umsteigemöglichkeit.
Ja, schön, ne? Der Carsten. Also die benutzt jetzt in den REs den gleichen Turm wie der Carsten, den hat. Habe ich schon 20.000 erzählt, aber ich finde das total cool immer. Und die S-Bahn, die fahren hier jetzt ja durch. Die S1er fahren wieder. Also so völlig aus dem Nichts brennen die 422er nicht mehr. Haben sie jetzt die Umrüstungsmaßnahme fertig gekriegt. Und die dürfen jetzt wieder fahren. Ich bin ja schon fast begeistert, aber Hammer. Ich fahre jetzt seit 2 Wochen schon wieder von Duisburg bis Dortmund Uni durch. Das ist wunderprächtig, möchte ich gerade mal sagen. Ich bin 3 Minuten zu früh. Aber egal. So, dann haben wir es geschafft. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wie gesagt, Bus und Karten wünsche gerne immer in die Comments. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf Wiese gehen. Ich verabscheue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.